In dieser Episode von Gewinn im Schach spiele ich mal wieder den geschlossenen Sizilianer. Wir sehen ja schon die Anfangszüge auf dem Brett. E4, Springer C3, G3 und Läufer G2. Vielleicht die Wunderwaffe gegen Sizilianisch. Ja, wird relativ selten gespielt. Hat es auch ziemlich in sich. Wieder eine sehr strategische Partie. Ich wünsche euch viel Spaß. Okay, los geht's. Ich spiele E4 und wir haben C5 auf dem Brett. Das bedeutet, es ist natürlich mal wieder an der Zeit für den geschlossenen Sizilianer in dieser Episode. Okay, ich spiele D5. Ich bin gespannt. Ich glaube, das hatte ich noch nicht auf dem Brett auf dem Kanal. Okay, er spielt D5. Hier sollte man erstmal schlagen und dann kommt Läufer G2. Jetzt kann Schwarz sich schon mal entscheiden. Entweder er spielt Springer F6 oder er spielt hier gleich den Zug D4. Er spielt Springer F6. Der ist wahrscheinlich sogar etwas besser, weil nach D4 gibt es irgendwie so Tricks mit Dame E2 Schach in der Stellung. Okay, nach Springer F6. Ich könnte hier D4 spielen. Da gibt es Theorie, aber ich spiele immer ganz gerne mit D3. Dieses System. Er könnte jetzt selbst D4 spielen, wenn er will. Das spricht nichts dagegen. Und dann gehe ich immer ganz gerne mit dem Springer nach E4. Wahrscheinlich schlägt er raus, Läufer schlägt zurück. Und dann gibt es. Also, diese Stellung ist nicht unbedingt besser für Weiß, aber sie ist relativ simpel zu spielen, wenn man die Ideen kennt. Man stellt einmal den Springer raus nach E2, nicht nach F3, das ist wichtig. F3 steht da dem Läufer we im Weg, wenn er zurück will oder so. Und auf E2 hat er gleich noch ein paar gute Wege, die er einschlagen kann. Okay, Läufer 3 ist kein so guter Zug, weil den kann ich jetzt gleich mit Springer 4 vertreiben. Das ist ein Grund, warum ich den nach E2 gestellt habe. Jetzt muss der Läufer im Prinzip gleich wieder ziehen und zwar, ja, er kann eigentlich nur nach D7, genau. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich habe sogar auch so Züge wie Springer 5 in der Stellung. Verhindert erstmal seinen Läufer E7. Und auch hierbei einfach. Okay, er wird wahrscheinlich Läufer E7 spielen. Dann ist typisch sowas wie Springer 5 als Idee. Vielleicht mal die Dame auch rausbringen mit dem Angriff und dann mal schauen, was passiert. Das sind hier wahrscheinlich meine nächsten Ideen. Läufer E7, vermutlich Springer F5. Ich könnte auch Springer D5 spielen. Aber ich denke, Springer A5 ist sogar noch ein bisschen besser. Und dann Läufer F4 vielleicht. Wobei auch Springer D5 ist einladend. Mal schauen, was er spielt. Okay, und er geht mit dem Läufer nach D6, nicht nach E7. Natürlich auch möglich. Jetzt ist die Frage, soll ich Springer 5 spielen? Nicht, der wird dann rochieren und bin mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, ob das so viel bringt. Ich könnte auch Dame H5 spielen. Mit der Idee, so einen Zug wie G6 eventuell zu provozieren. Auch eine Möglichkeit auf jeden Fall. Weiß noch nicht genau, ob das so eine gute Provokation ist, wobei ein bisschen weiterrechnen. G6, dann Dame D5 sieht interessant aus. Vielleicht sowas wie Dame E7. Vielleicht sowas wie Läufer D2 dann. Weiß nicht genau, ob meine Dame da dann auf D5 gut stehen würde oder nicht. Okay, was habe ich noch für Optionen? Ich könnte einfach Turm hier einspielen, das wäre vielleicht der normalste Zug, aber dann Rochade. Weiß nicht, ob ich da so viel habe. Springer 5, Rochade. Dann H4. So könnte man schon spielen wahrscheinlich. Ja, so könnte man wahrscheinlich schon spielen, aber vielleicht geht es irgendwie besser. Dame 5, G6, Dame F3 ist auch eine Option. Ja, ich glaube, ich spiele mal Dame F5, der gefällt mir trotzdem am meisten. Verhindert erstmal die Rochade und provoziert eine Schwächung hier. G6 ist eine Schwächung der schwarzen Felder, wenn er dann rochieren wird.
Und wenn er zum Beispiel H6 spielt, dann hat er diese Diagonale ein bisschen geschwächt und Läufer Schach H6 als Einschlag ist tendenziell möglich. Mal schauen, für was er sich hier entscheidet. Die Dame hat nicht so viele Felder, das gebe ich zu. Aber ich sehe nicht, wie sie irgendwie fangen kann oder das jetzt gerade ausnutzen kann. Okay, er spielt G6, genau. Jetzt die Frage, gehe ich nach D5, dann Dame E7? Das könnte man schon machen, glaube ich. Warum nicht? Just for fun. Gehe ich mal dahin. Ja, just for fun gehe ich mal nach D5. Er könnte auch nach C7 gehen in der Stellung. Muss jetzt natürlich nur aufpassen, dass meine Dame nicht gefangen wird, aber so dass die Läufe E6 geht ja nicht, weil dann kann ich einfach schlagen. Also ich sehe nicht, wie sie gefangen wird. Jetzt gerade quasi nur diese zwei Rückzugsfelder. Auf jeden Fall ist jetzt interessant, also die Dame hier irgendwie auf der Mitte vom Brett. Die Turm E1 wahrscheinlich als nächstes. Also erst muss er schon, wie verteidige ich es? Dame C7 oder E7, denke ich. Ah, er schlägt raus. Okay, das ist schlecht. Das kann ich zurückschlagen und vielleicht dachte er, dass er jetzt Läufer E6 hat, aber dann hängt dieser Bauer. Jetzt hat er seine schwarzen Felder noch mehr geschwächt und der Bauer hängt. Das ist jetzt ein großes Problem für Schwarz. Bestellung. Könnte sowas wie Rochade spielen, dann schlage ich hier raus. Ich kann diese Bauern gar nicht groß verteidigen. B6, das kann es eigentlich nicht sein. Okay, er spielt den, aber jetzt kann ich hier erstmal rausschlagen. Er kann nicht rochieren, auch ein Problem. Dame E7 habe ich den Zug Läufer D6. Dame muss ziehen, dann blockiere ich weiter in die Rochade. Auch Läufer schlägt C6 ist in der Stellung. Also es ist eigentlich ganz witzig, was ich jetzt gemacht habe. Hier die Dame ein bisschen rumgetanzt. Und so schnell kann es dann schon gehen. Also diese Eröffnung ist wirklich sehr spielerisch einfach. Und das ist gut, dass der Gegner mal dieses D5-System gespielt hat. Weil, ja, dann seht ihr mal, wie man hier gegen spielen sollte. Also dieser Plan ist ganz typisch. Und ja, am besten hier versuchen, Schwächen zu erzeugen. Und die dann auszunutzen. Also wenn er jetzt... ja, also hier hat jetzt eben diese schwarzfarbigen Schwächen. Sieht man jetzt hier schön, dass das jetzt hier schon ein großes Problem ist. Turm C8, okay, entdeckt den Springer hier. Turm E1 macht Sinn. Turm FE1, Läufer G5 ist ein Zug in der Stellung. Turm FE1 hat er irgendeinen Springerabzug, ich sehe es nicht. Das heißt, Turm FE1 wird gespielt. Einfach der logischste Zug, den normalsten Züge spielen. Er könnte natürlich sowas wie Springer E7 spielen. Um erst mal meine Dame anzugreifen, dann gehe ich wahrscheinlich nach. D5. Und wenn er dann rochiert, habe ich den Zug Läufer 6. Turm Matt. Wenn er F6 spielt, kann ich den Läufer schlagen. Also es sieht schle sehr schlecht aus für Schwarz hier. Das Läuferpaar. Ja, es ist ziemlich schnell zu Ende gegangen. Wie man sieht. Das Surfer jetzt ziemlich in sich. Und das macht einen komischen Eindruck mit meiner Dame da, aber ich glaube, es ist alles ganz, ganz gut gewesen. Wir werden uns dann gleich noch in der Analyse anschauen, was genau war, aber ich denke, es war ganz gut. Okay. Was macht er hier? Ja, Rochade vermutlich. Turm hängt. Aber dann Läufer 6. Muss wahrscheinlich sowas wie F6 spielen, aber dann Dame schlägt E6. Das war mein Punkt. Ja, ansonsten sehe ich nicht viel. König D7 vielleicht. Aber auch nicht wirklich. Schauen wir mal. Spielt Turm G8. Okay. Ziemlich traurig der Zug. Also jetzt kann er nicht mehr rochieren, aber er verhindert immerhin die Drohung, die ich
ein bisschen gestellt hatte. Ich könnte auch B7 einfach schlagen. Dann checkt wahrscheinlich auf C2 raus. Ich könnte Läufer G5 in der Stellung spielen. Ich könnte Dame B5 spielen. Ganz viele Züge, aber ich schlage erstmal auf B7. Sieht am natürlichsten aus. Mein Gegner hat mir geschrieben, dass er so verloren hat und dass ich gut gespielt habe. Das freut mich natürlich, das zu hören. Okay, Turm schlägt C2. Ja, Läufer G5 sieht normal aus. Ja. Weiter Druck machen, Fesselung ist sehr nervig für ihn. Okay. Ja, Dame B5 als nächstes wahrscheinlich in der Stellung. War jedenfalls mein Plan. Die Damen tauschen wiederum nach Dame D7 will ich hier dann nicht. Okay, er schlägt daraus jetzt. Ich dachte, es gibt Läufer C6, aber gibt es noch nicht ganz. Nach Läufer C6 kann er schlagen. Ich dachte, seine Dame hängt, aber meine hängt auch. Okay, ja, ich könnte Läufer A6 einfach spielen. Ich könnte auch einfach Turm B1 spielen. Turm B1 sieht am besten aus. Türme tauschen. Er könnte jetzt sogar noch weiter fressen hier. Er könnte auch noch A2 rausfressen. Aber dann sollte es ihm eigentlich ziemlich an den Kragen gehen, weil dann habe ich auch noch die offene Linie hier. Ich muss nur aufpassen, dass er meine Damen nicht tauschen kann. Also das heißt, selbst dann wäre es noch klar gewonnen, aber nicht mehr so einfach wahrscheinlich. Ja, vielleicht Dame D7 oder so. Es gibt aber schon ganz wilde Taktiken dann in der Stellung. Irgendwie meinen Läufer schnell wegziehen und dann Turm B8 oder so. Ja, er spielt Dame D7, den hatte ich gerade auch gerechnet. Vermutlich spiele ich in dieser Stellung Läufer 6. Mit der Idee, einmal drohe ich Läufer B5. Aber ich drohe auch noch Turm B8. Das ist noch die schlimmere Drohung in der Stellung. Er hat vielleicht noch Springer C6, den habe ich ein bisschen übersehen. Aber sehr schöner Schlusszug, denke ich, Turm B8. Ein Schach. Er muss eigentlich ausschlagen, wenn er das nicht tut, sein König hat kein Feld. Ja, Dame C8, Dame D8 kommt Matt in 1, Dame C8 einziger Zug, Läufer schlägt. Und das war's. Gibt er auf. Okay, fragt mich, ob ich nochmal spielen will. Erstmal geht's jetzt an die Analyse, also bis gleich. Ja, willkommen zurück zur Analyse der Partie. War also eine sehr interessante Partie, wie schon gedacht. Ja, also das ist eben der geschlossene Sizilianer, nennt sich das für Weiß. Und nach Springer C3, Läufer G2, Springer F6 gibt es ja letztlich auch den Zug D4. Sehr interessant, also man denkt, okay, es kann doch nicht gut sein, die Dame hier so rauszustellen. So ähnlich wie skandinavisch. Und also es hat eben den Vorteil, diese Stellung ist nicht gut erforscht, also es gibt nicht viele Partien zu der Stellung. Relativ frische Stellung, sowas wie Läufer G5, Springer G2, also ist sehr reich an Ideen für Weiß. Auch lange Rochade ist eine Idee. Wird man auch interessantes Spiel. Hier habe ich jetzt für D3 in dieser Partie entschieden und ja, das ist alles normal. Läufer 3 ist definitiv nicht so gut, also steht direkt in Springer 4 drin. Bisschen besser wäre hier wahrscheinlich einfach Läufer E7 und nach Springer 4 Rochade. Und Rochade und ja, das kann man beidseitig gut spielen, zum Beispiel Turm E8, das sieht Dame A5 gibt es dann, ja, aber gut spielbar. Läufer 3 verschwendet erstmal ein Tempo, Läufer D6 und Dame A5 ist gut. Jetzt provoziere ich diesen G6, so okay, habe ich was verpasst, also hier hätte ich eine Taktik gehabt mit Springer schlägt, Läufer schlägt, jetzt müsste er eigentlich zurückschlagen, wenn er hier hinzieht, dann kommt Schach. Und das geht ganz und gar nicht gut aus. Also ein König hier
Könnte zum einen die Dame gewinnen, kann aber auch schon matt setzen. Okay, also muss er schlagen, aber hier König ist einfach viel zu schwach. Hier stehe ich drauf, gewinnen. Da habe ich ein bisschen verpasst die Möglichkeit. Spiel Dame D5 und jetzt dieses Schlagen hier wäre eben sehr schlecht. Stattdessen diesen Läufer sollte er ziehen, vielleicht nach G4. Ja, und dann geht es so weiter. Ich stehe ein bisschen besser, aber nichts Tragisches. Und ja, nachdem er geschlagen hat, ist es ziemlich schlecht. Fällt auch dieser Bauer hier. Und danach war es eine Sache der Verwertung und da ist dann auch nichts mehr angebrannt. Jetzt Turm B8, die war noch. Okay, kriegt jetzt von der Engine hier ein doppeltes Ausrufezeichen. Brillanter Zug. Ja, auf jeden Fall. Interessante Partie wieder mal zum geschlossenen Sizilianer. Wenn ihr den Kanal verfolgt, dann werdet ihr sehen, dass ich den schon öfters hier gebracht habe. In dieser Serie Gewinn im Schach. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und Like da. Das würde uns sehr unterstützen. Und ja, damit bis zum nächsten Mal.